Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bertmann im Projekt Axis Teil, aber kein Lohnunternehmer mehr. Wir sehen einem neuen Tag entgegen mit viel spaßigen Projekten und nein, im Grunde genommen geht es nur darum, dass wir ein bisschen mähen müssen. Und schon geht die Kiste an. Und schon geht die Kiste wieder aus, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich wusste gar nicht, dass man sogar rückwärts mähen kann mit dem Hebel. Aber anscheinend geht's. So, wir haben Schwadablage drauf. Aber vielleicht schwadert man das dann trotzdem nochmal zusammen sauber. Sonst passt das nämlich alles nicht mit der... wie sagt man? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass, worum es jetzt hier geht, ist, dass Bild und Ton genauso gut ist wie vorher. Wer es dann halt noch nicht so ganz so mitgekriegt hat, es gibt jetzt neue Hardware und mein Mikrofon und das alles, der Sound und das Bild und so, das muss ich neu einstellen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr vielleicht das ein oder andere Kommentar drunter setzt und sagt, yo Aix, das klingt alles super. Nein Aix, das ist irgendwie doof, das war vorher anders. Und das wäre halt super cool, wenn wir das zusammen hinkriegen würden. Weil ich weiß auch nicht, wie laut ich bin, da das Audio-Interface ein ganz anderes ist. Und dass das alles funktioniert jetzt ein bisschen anders. So im Livestream kann ich das natürlich, dann hätte ich das natürlich simpler testen können als jetzt über so ein Video. Aber ich habe mir gedacht, ich verbinde zwei positive Sachen. Erstmal, dass das Daily weiterläuft und dass das Mikrofon getestet wird. Die ist ja so eine Geschichte, klebt gepresst, ne? Und dann direkt wieder verkauft. Dann den Bandschwader dann hinter dem Trecker hängen und einfach mal auf Linksschwaden schwellen. Also linke Seite ablegen. Ich weiß gar nicht, wie viel FPS der hier drückt. Das, was auch ist, es ist ja ein neues Windows. Das heißt, es mussten die ganzen Shader und so neu geladen werden oder werden jetzt gerade neu geladen. Deswegen ruckelt es ganz schön heftig. Aber ich glaube sonst, ansonsten läuft die Bergmann ziemlich flüssig. Na gut, 60 FPS. Und ich habe auch das Gefühl, dass das alles ein bisschen performanter ist. Im Spiel. Ob das jetzt natürlich wirklich so ist, das werden wir dann sehen, wenn wir die Testergebnisse vorliegen haben. Also wenn ihr sagt, das Bild ist gut, dann bin ich zufrieden. Weil schlussendlich... Ihr müsst die Meinung darüber bilden, die kann ich mir nicht, weil ich nicht weiß, wie es ist, vorher und nachher. Was natürlich auch wieder wichtig ist für den Hall, ob jetzt wieder mehr Hall hier drin ist. Jetzt gerade habe ich das selber gehört, dass die Resonanz der Stimme dann doch sehr, 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 sehr tief ist. Bei der Rinderzucht geht es auch vorwärts. Habe ich schon mal einen Blick reingeworfen. Ich weiß gar nicht, ob man Klee einfach nur prisst oder ob das Siloballen gemacht wird. Ich glaube, das wird nur gepresst, ne? Siloballen, ich glaube, Silo kannst du auch fahren, aber dafür brauchst du wiederum Mais bloß. Da bin ich jetzt aber absolut überfragt, weil ich bin 0% Mais plus Liebhaber. Ich habe das im 19er mal genutzt, weil da fand ich das ganz cool und dann habe ich gesehen, was im 19er dazu kam und das fand ich dann wieder nicht so cool, aber sag niemals nie, vielleicht werden wir auch irgendwann mal Mais Plus benutzen.
Jetzt im Moment sieht es auf jeden Fall so aus, dass wir es nicht tun. Was auch natürlich wichtig ist jetzt bei dem Soundcheck, ist, ob man Nebengeräusche hört, ne? Das heißt Tastatur. Vorher hat man auch immer ein bisschen Tastatur gehört, das weiß ich selber, aber halt absolut wichtig. So, bäh. Weil ich sehe nur den Audioausschlag und der Audioausschlag ist halt so eingestellt, dass eigentlich nur meine Stimme recorded werden sollte. Und ich glaube, so wie ich es jetzt eingestellt habe, ist es auch Grundeinstellung. Siehst du, da war schon wieder ein Ruckler, der zieht sich gerade von irgendwo wieder pervers den Shader voll. Aber im Grunde genommen läuft der Rechner super pervers mit der neuen Hardware. Das ist super cool. Ich muss noch die Mod-Beschreibung, die Map beenden. Videobeschreibung ändern, ist ja jetzt andere Hardware drin. Ne? Kann man jetzt wirklich alles nochmal? Gut, wenn man es jetzt weich mäht, also scharf mäht, musst du es nochmal schwaben. Machen wir das. Ist auch absolut überhaupt kein Problem. Ja, jetzt das Equipment ist ja nicht mehr, dass wir jetzt hier bei armen Leuten sind. So. Ein Stückchen rückwärts fahren. Da muss ich nochmal wieder zurücksetzen. Da habe ich die Kante nicht mitgekriegt. Aber es gibt sogar einen Big X, der kann Büsche mähen. Man braucht halt wirklich zwei Vorgewände, ne? Das ist... Dafür ist das Gerät einfach zu groß. Könnte man auch einen schönen Selbstfahrschwader davon bauen, ob das funktioniert. Das war eine dumme Idee. Vergiss das einfach, was ich gesagt habe. So. Es ist tatsächlich wirklich schon Folge 78. 78 wunderschöne Folgen hier auf der Hochbergmann. Und es werden bestimmt auch noch 78, weil ich glaube, das ist hier Neverending Story. Nein, das nicht, aber auf jeden Fall noch ganz schön was zu tun. Jetzt sind wir ja wieder auf dem Schritt, dass wir jetzt hier mit den Kleeballen gut Geld verdienen können. Oder Mischanlage mit Klee gibt es ja leider nicht. Ich glaube, es gibt gar keine Futtermischanlage hier auf der Karte, ne?
Aber es ist halt doch wirklich schon ein Unterschied, ob du jetzt mit dem Big M das Ganze miest oder mit einem Hacker, der Mähwerk dran hat. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Ton asynchron ist. Also dass der nicht schnell genug verarbeitet wird, aber das kann auch täuschen. Weil das Mikrofon, glaube ich, nicht schnell genug aufmacht. Also so sieht es zumindest aus. Wie gesagt, das ist jetzt hier... ja, ich will nicht sagen Testvideo. Wir machen das schon weiter bei der Folge, ganz normal. Aber trotzdem ist es natürlich für mich wichtig, die Einstellungen passen. Ne? Das wird auch sich zeigen, was aus dieser Version, die jetzt gerade existent ist, nach dem Rendern wird. Ne? Das ist auch wieder wichtig. So. Und das ist der nächste Acker. Und ich glaube, das war's dann auch mit Klee. Ne, auf der 9 und auf der 3. Aber auf der 9, da ist zum Beispiel ein Curse Black Horse. Und den werden wir jetzt mal eben benutzen. Und werden uns den Trecker mit Schwader holen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es grafisch alles ein bisschen besser aussieht. Kann mich natürlich auch täuschen. Man weiß nie. Machst du mal auf? Na danke. Im ersten Weg kommen. So. Ah. Auf jeden Fall ist ein Oxbow jetzt da. Als Düngier. Cool. Aber ich wollte den hier haben. Bin mal gespannt, ob wir den hier rauskriegen. Ich würde sagen, super geparkt. Jetzt ist nur noch die große Frage, wo ist denn der Schwader? Ich würde mal, entweder ist die hier hinten, also wir suchen den. Wir werden den schon irgendwo finden. Nee. Ich denke mal, der ist auf dem Nebenhof. Wie viel FPS haben wir hier? 55. Auch fast 60. Leckt, weil er die Render noch vollfüllt. Alle Chicky, alle Chucky. Ich denke mal, dass der hier irgendwo stehen wird. Da ist er. Können wir nämlich gleich mit dem Feld anfangen vor dem Schuppen. Das ist ganz cool. Muss ich nur noch beten, dass das alles passt. So. Mach mal X. Dann, wir müssen Arbeitsmodus mit Steuerung Z. Mitte, will aber rechts haben. Danke. Okay. V. Nur damit er das von der Kante dann rausfischt. Damit man das ein bisschen besser schwaden kann. Ich meine, der wird ja sowieso verkauft. Das Zeug. Weil wenn du jetzt nämlich einmal die Kante sauber gefahren hast, so, dass das so ungefähr passt, schön, dass alles schön in der Mitte liegt, dann kann man nämlich hergehen und kann sagen, Curseplay, mach mal ein Feini davon. Wie das jetzt dann im Endeffekt abläuft. Ich weiß nicht, aber so denke ich mir das an. Das ist nur so, dass man dann auch wirklich alles aus jeder Ecke gekehrt hat. Weil es gibt ja auch Leute, ich weiß gar nicht, wo man das sagt, in Österreich oder so, da sagt man halt nicht Schwaden, da sagt man Kehren. Das ist genauso wie bei uns sagt man Kreiseln. Andere sagen Wenden, dann gibt's Zettern, dann gibt's noch irgendein Wort, das habe ich jetzt aber vergessen. Aber eigentlich sagt man, also bei uns sagt man Kreiseln. Zum Heuwenden, ne? Also zum Gras zu Heu machen. Den
genau deswegen mache ich das. Den klappen wir zusammen, fahren wir rüber zum neuen Feld. Wird auch der Big M schon fertig sein, denke ich mal. Wir fahren dann so rum. Voll gut. Gehst du an? Man kann ihn zusammenklappen, wenn er an ist. Sehr interessant. Es ist ja interessant. Oh, wie eine Kurve. Ja, eigentlich ist es Quatsch, aber du kriegst halt wirklich so die Kurven so schön gefahren, ne? Kriegst du halt sonst nicht. Kannst du das Ganze nämlich auch rund stellen, dann hat er kein Problem mehr. Kannst ein bisschen Abstand machen und dann fährt er da einfach fein entlang. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Presse es einfach einfacher hat dann. Zuklappt, dann bleibt der an. Ein kleines bisschen absurd, finde ich. Ach, ist fertig, wie schön. Können wir nämlich hier weitermachen, aber erstmal müssen wir den Big M im Feld 9 bringen. Das ist ja eigentlich Gras. Aber Gras wollen wir nicht anfassen. Machen wir auch nicht. Wir fahren einfach nur zum Feld 9. Und da machen wir dann weiter mit dem Course Play. Er rendert aber sehr spät, ne? Ich weiß gar nicht, was er für Grafikeinstellung hat. So mal ein bisschen auf der FPS gucken, dann bleibt er mal bei 60. So. Ich habe mir auf jeden Fall die Grafikeinstellung nirgendwo gespeichert. Doch habe ich, aber der Ordner existiert nicht mehr wegen der Windows-Neuinstallation. Und das ist super klug.
Aber ich werde mal reinschauen. Weil irgendwie finde ich, das sieht alles ein bisschen anders aus. Kann mich aber auch täuschen. So, wenn wir diese Runde haben, dann können wir hier nämlich auch wirklich gleich den Onkel fahren lassen und dann kann die Presse pressen. Wir nehmen uns dann einfach irgendeinen Trecker und lassen dann die Presse laufen und werden dann die Ballen einfach wegsammeln, so wie immer. Aber vorher machen wir nochmal kurz eben einen Abstecher zum wichtigsten Punkt auf der Karte. Warum ist sie nicht erreichbar? Achso. Die Rinderzucht, jawolli. Boah, guck mal, hier stehen jetzt, hat sie schön, vielen lieben Dank, schön, Strohballen. Hier drinnen sind auch Strohballen. Guck dir das mal an, ey. Wow, richtig schön vorbereitet. Oh, Silage ist hier nichts drin. Silage muss. Na gut, das sind immer noch 23.000 Liter, ne? Was ist hier? Oh Mist, 44.000, verbunden mit Rinderzuchtbetrieb. Das geht los. 4.000 Liter, da können wir nämlich fast schon mit Mist ein bisschen arbeiten. Und wir müssen unbedingt Silage fahren, weil wir haben ja Hexegut gepresst in Ballen. Diese hier. Und die sind 90% gegärt. So läuft das, dann kann das nämlich bald weitergehen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz den Hinweis bringen. Bitte schreibt was in die Kommentare, was, wie und wo, warum. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn du es noch nicht getan hast und du willst wissen, wie es weitergeht, dann lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Axie. Tschüss, macht es gut, bis dann und ciao.